Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekiste.de. Heute also der letzte Teil zum Thema Klappenstellantriebe. Heute soll es um die Stellantriebe von Brandschutzklappen gehen. Hatte ich im letzten Video ja schon angesprochen, heute da noch ein bisschen detaillierteres Video dazu. Wenn ich jetzt zu den Brandschutzklappen mit Stellantrieben was sage, muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man hier die aufmacht mit einem Keil oder eine elektrische Brücke oder so einbaut, die falsch einbaut oder sonst irgendwas, dann geht es gegebenenfalls immer um Menschenleben, aber mindestens darum, dass Gebäudeteile geschützt werden. Das heißt, es kann passieren, wenn ihr da eine Brücke reinmacht oder irgendwas und es brennt in dem einen Gebäudeteil und die Klappe ist offen, sagt die Versicherung, klar, zahlen wir die 5 Millionen für das linke Gebäude, aber die 8 Millionen für das andere Gebäude, das zahlen wir nicht. Das heißt, wenn wir Klappenstellantriebe für Brandschutzklappen tauschen, einbauen, warten oder reparieren, muss man das immer im Hinterkopf behalten, dass da um sehr viel Geld und gegebenenfalls auch um Menschenleben geht. Zuerst mal kurz, wie funktioniert so eine Brandschutzklappe, eine elektrische, ganz einfach. Dieses Auslöseelement sitzt also in der Brandschutzklappe drin und wenn hier die Luft vorbeiströmt und die eine gewisse Temperatur erreicht hat, muss man im Datenblatt nachgucken, wie viel es ist, dann wird hier ein Kontakt unterbrochen und die Klappe fährt zu. Genauso sollte das Kabel entweder von unserem Auslöseelement oder von der Zuleitung irgendwo durchbrennen, dann verliert die Klappe ihre Spannung und der Federrückläufer fährt zu. Das sind Federrückläufer, das heißt, wenn Spannung anliegt, fährt sie auf, liegt keine Spannung an, fährt sie zu. Ich habe jetzt hier 4 Lampen eingebaut mal, denn wir haben in aller Regel 2 Wechselkontakte drin. Seht ihr hier im Bild, wie das aussieht. Warum wir 2 Wechselkontakte haben und nicht nur ein Wechsler, das schauen wir uns jetzt an. Wenn ich jetzt diesen Testknopf drücke, dann fährt die Klappe zu, weil die Spannung vom Motor unterbrochen wird. Und wir sehen jetzt gerade hier, jeweils der Kontakt 1 und 4 ist die Spannungsversorgung. Dann haben also die Kontakte 3 und 6 gerade geschlossen. Und wenn wir jetzt zufahren, dann sehen wir Folgendes. Dass jetzt eben der Kontakt wechselt. Das heißt, wir wissen, die Klappe hat also begonnen zuzufahren. Das gleiche jetzt bei dem zweiten Kontaktpaar, bei 2 und 3. Die Klappe hat noch nicht ganz geschlossen und dann wechselt der Kontakt. Das heißt, wir wissen nicht nur, die Klappe ist offen und die Klappe ist zu, sondern wir wissen auch, die Klappe hat begonnen aufzufahren und die Klappe hat begonnen zuzufahren. Wenn ich den Taster losdrücke, dann sehen wir das genauso. Jetzt ist also auf Kontakt 2 geschlossen und wenn die Klappe so 10 Grad aufgefahren hat, dann wechselt eben von 2 nach 3. Das heißt, jetzt weiß ich, die Klappe hat begonnen aufzufahren, ist aber noch nicht vollständig geöffnet. Das mache ich jetzt kurz schnell. Jetzt haben wir es also gerade gesehen, der Kontakt hat von 5 nach 6 gewechselt. Das heißt, jetzt ist die Klappe tatsächlich ganz geöffnet. Jetzt können wir das Ganze nochmal rückwärts laufen lassen, dann sehen wir es nochmal. Zuerst wechselt also von 6 nach 5 und dann von 3 nach 2. Jetzt hat sie also angefangen zuzufahren, deswegen der Wechsel von 6 nach 5. Jetzt ist sie fast ganz zugefahren, deswegen der Wechsel von 3 nach 2 und damit ist sie eben geschlossen. Und das gleiche, was ich hier mit dem Testtaster mache, ist jetzt eben, wenn dieses Kabel beschädigt wird oder eben das Zuleitungskabel, egal an welcher Stelle hier. Durch diesen Wechsel von fast ganz offen oder fast ganz zu, kann ich, wenn ich das will, über meine MSR-Technik oder über eine Automatisierungstechnik jetzt natürlich abfragen. Vielleicht hängt die Klappe irgendwo zwischendrin oder aber ich weiß, die Klappe ist jetzt eben oder hat begonnen aufzufahren, hat auch das Signal gebracht, kommt aber nicht ganz an. Ein weiterer Vorteil, ich kann gegebenenfalls Motoren schon mal hochfahren, wenn ich weiß, die Klappe hat sich eben begonnen zu drehen und muss nicht diese ganzen 1,5 Minuten warten oder 90 Sekunden warten, 60 Sekunden warten, bis die Klappe vollständig geöffnet ist. In der Zeit kann ich mein FU oder ähnliches schon mal hochfahren. Die Wartung von so einer Klappe ist verhältnismäßig einfach. Früher musste man bei den Federn, die eben spannen, entspannen, das Element rausbauen, aufwendig reinigen. Die Wartung einer elektrischen Klappe ist verhältnismäßig einfach.
Es kann sein, dass eben die Kontakte auf die Feuerwehr oder sowas aufgeschaltet sind. Das immer vorher rausnehmen, sonst evakuiert ihr aus Versehen ein Gebäude, die Feuerwehr kommt. Das wird richtig teuer. Wenn das geklärt ist, könnt ihr also auf den Knopf drücken. Es gibt Klappen, die eben zur Entrauchung auch sind oder so. Deswegen sollten nicht alle im Gebäude zufahren und die Lüftung sollte in Betrieb bleiben. Verschiedene Dinge. Also ob die Lüftung an ist oder nicht an ist, das müsst ihr im Grunde vorher klären. Ansonsten den Revisionsdeckel aufmachen und gucken, ob die Klappe eben vollständig und dicht schließt, ob das Dichtungsband beschädigt ist. Da gehört natürlich mehr dazu, natürlich Sichtprüfung, Einmodel und so weiter. Aber das muss man im Grunde beim Antrieb machen, eben auf die Testtaste drücken. Wenn es die nicht gibt, muss ich eine Ader abklemmen. Dann muss ich gucken, läuft der Antrieb vollständig zu, vollständig auf, schließt er dicht und kommt die Störmeldung eben auch im Schaltschrank an. Und wenn die ankommt und aufgelegt ist, erfüllt dort die Störmeldung auch ihre Funktion. Lüftung ausschalten, Weiterleitung an den Hausmeister und so weiter. Zum Schluss gibt es noch zwei Dinge zu sagen. Es gibt an der Klappe zum einen meine Handauslösung und hier diese Verriegelung. Das heißt, schauen wir uns gleich an. Die Handauslösung ist klar. Da könnt ihr mit einem Imbusschlüssel oder mit einem Schlüssel, der da dabei ist, die Klappe aufmachen. Das ist allerdings nur zum Beispiel zum Montieren, wenn man die Klappe im Aufzugstand montieren muss oder vielleicht zum in Betrieb nehmen, ähnliches. Diese Handöffnung ist niemals dazu da, die Klappe von Hand zu öffnen und sie offen zu halten, weil vielleicht der Antrieb kaputt ist. Da macht ihr euch in gewisser Weise strafbar, wenn irgendwas passiert. Also die Handauslösung würde ich einfach die Finger von lassen, es sei denn zum Einbau oder ähnliches. So, das war der letzte Teil zum Thema rund um Klappenstellantriebe. Gegebenenfalls, wenn mir die nächsten Monate oder Jahre noch was dazu einfällt, gibt es vielleicht noch einen weiteren Teil.